Ein kleiner Junge aus einem armen Land auf der Suche nach einer besseren Welt. Paulus Hochgatterers Stück Fly Ganymede im Wiener Theseus-Tempel zeigt in aller Deutlichkeit die Willkür, der Menschen und insbesondere Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Nie mehr das hat gemeint. Weg, Jesus. Das Kind als Puppe, beeindruckend dargestellt von Nicolas Habian. Irgendwann glaubt der Zuschauer, wenn man das gut macht, glaubt der Zuschauer, dass diese Puppe lebendig ist und glaubt ihr, dass sie dieses Kind ist. Und dadurch ist es auch möglich, physische und psychische Gewalt an dieser Puppe ganz stark zu zeigen. Ich finde es gewaltig, dem Niki zuzuschauen, wie diese Puppe tatsächlich dieses Thema immer mit so einer Schicht ummantelt, die es noch erträglich macht, zuzuschauen. Aber es passiert. Und zwar, ich kenne mittlerweile einige, die das durchlebt haben. Und man muss davon erzählen. Wir wollen davon erzählen. Wir wollen von diesen Dingen erzählen. Das haben wir uns vorgenommen. Das Stück ist eine prämierte Uraufführung der Wiener Theatergruppe Wenn es soweit ist, unter der Regie von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf. Ubuntu, die Kulturinitiative von SOS Kinderdorf, präsentiert im Rahmen der Reihe Burg Sommer Hall das Theaterstück Fly Ganymede zugunsten des BIWAK, einer Einrichtung von SOS Kinderdorf für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hall. Premiere ist am Freitag, 28. Juni 2013. Anschließend wird Fly Ganymede bis Dienstag, 2. Juli, täglich um 20.30 Uhr in der Burg Haseck in Hall gezeigt. Bei Schlechtwetter finden die Aufführungen im Salzlagerhall statt. Tickets in allen Filialen der Raiffeisenbanken und Ö-Ticketstellen Tirols.